Heute sind wir mal ganz woanders. Ich bin's, Daisy, und wir sind hier in Willow Creek. Seht ihr dieses wunderschöne Haus? Das hat Sydney von seinem Großvater geerbt. Und hier werden wir gemeinsam ein neues Leben aufbauen. Ich bin schon so gespannt, wie meine Zukunft aussehen wird. Du auch? Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 41. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Heute sind wir mal ganz woanders. Wir werden den heutigen Part nämlich mit Daisy und Sydney in Willow Creek verbringen. Dort habe ich die beiden nämlich in ein schönes Haus ziehen lassen und wir werden uns jetzt heute mal anschauen, was sie aus ihrem Leben hier so machen werden. Aber viel mehr habe ich an dieser Stelle dann gar nicht zu sagen. Wie immer, ich freue mich über jedes Abo, jedes Like und jeden Kommentar und wir starten jetzt in den Part hinein. Und mit diesem zuckersüßen Bild starten wir in den Part hinein. Daisy und Sydney super verliebt vor ihrem neuen Haus. Hier ist ihr Haus. Ich habe es aus der Galerie heruntergeladen und ein wenig personalisiert. Also ich habe hier einen kleinen Fitnessraum gebaut, da die beiden ja sehr sportbegeistert sind. Und außerdem habe ich hier ein kleines Büro für Daisy eingerichtet. Wir werden die beiden nämlich dann gleich auch mal in eine Karriere schicken. Das heißt, sie können hier jetzt noch ein wenig weiter flirten und ich erzähle euch einfach, was ich jetzt für die beiden geplant habe. Viele von euch meinten, Daisy soll Hausfrau bleiben und eben sehr schnell Mutter werden. Aber um ehrlich zu sein, da sehe ich sie jetzt nicht so. Vor allem, sie möchte momentan keine Kinder bekommen und sie war immer so ehrgeizig und hat sich in der Schule immer so angestrengt. Und irgendwie bezweifle ich, dass sie dann eben zu Hause bleiben möchte. Ein anderer Vorschlag war, dass Daisy in die Stilbeeinflusserkarriere geht und da sehe ich sie irgendwie auch. Und deshalb hätte ich gesagt, wir schauen uns einfach mal an, was man für diesen Job denn braucht und ob Daisy dafür geeignet wäre. Polizistin, Wissenschaftlerin, Ärztin, Astronautin, da sehe ich sie jetzt überall nicht so. Wo haben wir denn Stilbeeinflusserin? Hier. Stilbeeinflusserin. Du identifizierst die richtigen Farben, die trendigsten Muster, coolsten Kombinationen und die Person, die das alles tragen kann. Mit dir wird die Welt wieder ein Stück harmonischer. Berufszweig Trendsetterin und Stylistin. Also wenn Daisy nicht die geborene Trendsetterin ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hätte gesagt, wir geben sie in diese Karriere. Das passt wirklich gut. Und da passt halt auch das Büro, das ich für sie gebaut habe, einfach perfekt dazu. Dafür müssen wir Level 3 der Schreibfähigkeit erreichen und über Outfits oder Mode reden. Dann kann sie das mit Sydney gleich mal erledigen. Wir werden Sydney einmal interviewen und dann kann sie sich eigentlich an den Computer setzen. Arbeitsaufgabe Fotos machen. Soll Daisy Potter ins kalte Wasser springen und die Aufgabe annehmen? Ja klar, warum nicht? Arbeitsaufgabe für Arbeit von zu Hause. Du hast etwas Beeindruckendes entdeckt, verwende am Telefon die Eindruck fotografieren, Interaktion, um den Moment festzuhalten. Okay, darum müssen wir uns später auch auf jeden Fall kümmern. Aber zuerst wird sie jetzt gleich hier mal einen Modeblock starten. Das bringt ihr Ruhm und außerdem arbeitet sie da ganz sicher an der Schreibfähigkeit. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Job für Sydney. Er war ja immer sehr sportlich und auch Teil des Footballteams. Deshalb würde ich ihn jetzt auch in einer sehr sportlichen Karriere sehen. Ich schau mal, ich glaube, da gibt es jetzt leider nicht so viel Auswahl, aber schauen wir uns das Ganze mal an. Polizisten müssen wahrscheinlich ziemlich sportlich sein. Beim Militär muss man auch sportlich sein. Und dann gibt es natürlich eben noch Sportler. Ein Athlet braucht körperliche Stärke, Schnelligkeit, Ausdauer und Intelligenz. Starte eine Karriere, in der enthusiastischen Fans deinen Namen schreien, dein Trikot tragen und sich für immer an deine Triumphe erinnern. Und da kann er eben Profisportler oder Bodybuilder werden. Ich glaube, das passt zu ihm. Dann geht er jetzt in die Sportlerkarriere. Dann wird er einfach als Profisportler berühmt und sie als bekannte Modebloggerin. Wow, die beiden werden ein Celebrity-Pärchen, ich sag's euch. Und wir müssen dafür trainieren. Das kann er dann auch gleich mal erledigen. Und ich sehe gerade, die beiden haben absolut kein Geld. Ich werde ihnen mal ein paar Tausend hinzufügen. Wir spielen ja nicht aktiv mit der Familie und sie brauchen, glaube ich, ein wenig Startkapital. Und Daisy ist jetzt auf dem Weg zum Ruhm. Na perfekt. Nein, du gehst jetzt nicht schlafen. Ich glaube nämlich, bevor ich jetzt noch irgendetwas anderes mache, werde ich den beiden ein kleines Umstyling geben, das eben zu ihrem Beruf passt und dazu, dass sie erwachsen sind. Ich glaube tatsächlich, ich habe Sydney noch nie ein Umstyling gegeben, aber das schauen wir uns jetzt gleich an. Keine Sorge, wird nicht lange dauern, ich werde mich beeilen.
Und ich bin fertig. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so viel geändert. Also hier haben wir jetzt unsere Daisy in ihrem Alltagsoutfit. Sie hat genau die gleiche Frisur, nur eben länger. Ich fand das irgendwie realistisch und ich finde, sie sieht dadurch auch älter aus. Und die meisten ihrer Outfits sind jetzt einfach ein bisschen businessmäßiger. Also hier haben wir eben das Alltagsoutfit. Dann ist das die Abendkleidung. Die habe ich sogar gelassen. Ich habe so viele unterschiedliche Kleider anprobiert, aber irgendwie hat jedes einzelne Kacke ausgesehen. Sportkleidung, Schlafkleidung ist auch noch dieselbe geblieben. Dann ist das das neue Party-Outfit. Badekleidung blieb auch die gleiche. Und hier das heiße Wetter-Outfit. Das liebe ich einfach. Und hier haben wir dann noch das kalte Wetter-Outfit. Das ist auch gleich geblieben. Ich glaube, dieses Kostüm trägt sie mindestens zweimal, aber es passt einfach so gut. Es passt einfach perfekt zu ihr. Ja, hier haben wir jetzt unsere Daisy. Und dann bei Sydney habe ich auch tatsächlich gar nicht so viel geändert. Er hat vor allem mal eine andere Frisur bekommen und ich finde, dadurch sieht er jetzt schon aus wie ein komplett anderer Mensch. Ich habe mir nämlich gedacht, auch er braucht jetzt ein seriöseres Auftreten, gerade auch wegen Daisys Geschäftstreffen, aber da auch er Profisportler wird, hat auch sicher er einige wichtige geschäftliche Termine, wo er eben einen guten Anzug anhaben sollte. Die Sportkleidung habe ich auch geändert, weil da hat er das Trikot von seiner Highschool an und das passt ja auch nicht mehr. Das habe ich belassen, das habe ich auch belassen und das auch. Und ja, genau, ansonsten blieb auch alles gleich. Wie gesagt, die beiden sehen jetzt einfach ein bisschen älter und seriöser aus und sind jetzt ready für die Geschäftswelt. Lasst mir doch gerne in den Kommentaren da, was ihr von den beiden haltet. Und natürlich auch, falls ihr noch Story-Vorschläge habt. Also vergesst nicht, wir spielen sie nicht aktiv, aber hin und wieder können wir ja gerne mal wieder bei ihnen vorbeischauen. Daisy ist jetzt schon im Bett und Sydney ist noch am Trainieren. Sein erster Arbeitstag ist am Montag, also wir haben noch 2 Tage bis zu seinem ersten Arbeitstag. Wieso hat Daisy denn keinen Job? Habe ich sie nicht die Karriere einschlagen lassen? Hä? Ist da irgendwas verbuggt? Ich bin verwirrt. Aber egal, dann lassen wir sie einfach nochmal die Karriere einschlagen. Und jetzt ist sie Stilbeeinflusserin. Perfekt. Und auch ihr erster Arbeitstag startet am Montag. Das heißt, wir können den morgigen Tag eigentlich noch mit den beiden spielen. Und ja, ich glaube, das wird sehr schön. Vielleicht schauen sie sich Willow Creek ein bisschen an und verbringen eben einen schönen Tag gemeinsam. Aber die Nacht wird jetzt nicht so spannend sein. Sydney wird nämlich auch bald ins Bett gehen. Das heißt, wir sehen uns in der Früh wieder. Daisy ist gerade aufgewacht und ist wütend über den Schwarm. Wie kann der Schwarm von Daisy es wagen, jemand anderen zuzuzwinkern? Wenn ihr Schwarm schon jemanden zuzwinkt, dann ja wohl ausschließlich ihr. Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung, denn ihr Schwarm ist... Ist ihr Schwarm Yannick? Nein, ich verstehe gar nichts mehr. Ihr Schwarm ist nämlich Sydney. Hier haben wir Sydney. Sie haben hier das Gefühl Schwärmerei oder hat Daisy einen anderen Schwarm? Ich check gar nichts. Kann ich das irgendwie herausfinden, wer ihr Schwarm ist? An Schwarm denken. Sydney. Eben, da gibt es doch keinen anderen. Aber Daisy, ist es mitten in der Nacht. Du gehst jetzt nicht kochen. Wenn du schon nicht schlafen willst, dann machst du was für deine Arbeit. Sie wird weiter an ihrem Modeblock arbeiten. Hatte Sydney vielleicht mal was mit jemand anderem? Ich verstehe das wirklich nicht. Hatte er mal mit irgendjemand anderem was? Er hat keine Liebesbeziehung zu irgendwem? Hat er vielleicht Kinder? Oh mein Gott, er hat ja wirklich ein Kind. Jonas Shaw? Sein Kind gehört zu unserer Familie. Also irgendwie. Die Mutter ist Avery Shaw und Avery ist die Schwester von Lenny. Und Lenny ist der Vater von Livia. Also gehört Sydneys Kind irgendwie zu unserer Familie. Wow. Kennt er sein Kind überhaupt? Okay, hier. Nein, das ist nicht sein Kind. Ach da, Jonas Shaw. Aber Avery kennt er nicht. Spannend. Ich weiß nicht, wie die da ein Kind gemacht haben, aber okay. Nein, okay. Daisy kennt sein Kind nicht. Möchtest du jetzt wirklich kochen? Um 2 Uhr früh? Nein, du kochst jetzt nicht. Du kannst hier mal aufräumen. Du kannst in der Früh was kochen. Oder Sydney kocht was. Ich weiß nicht, wer von euch besser kochen kann. Aber du kümmerst dich jetzt noch ein bisschen um deine Karriere. Sie wird einen Artikel schreiben. Dann wird sie noch an ihrem Modeblog arbeiten. Ich glaube, das passt dann schon. Und in der Früh muss dann irgendwer der beiden kochen. Sie hat Kochen Level 2 und er kann gar nicht kochen. Ja, vielleicht kochen sie einfach gemeinsam. Wäre doch auch schön. Im gemeinsamen Haus am ersten Morgen gemeinsam kochen. Das stelle ich mir sehr, sehr schön vor.
Wir haben jetzt kurz nach 5 Uhr früh und Sydney ist auch schon aufgestanden. Diese Familie sind wirklich Frühaufsteher und die haben 2 Badezimmer, fällt mir gerade auf, und leben hier nur zu zweit. Das ist schon ein wenig dekadent, aber wer weiß, vielleicht bekommen sie ja irgendwann noch Kinder und dann können wir eines der Badezimmer ja in ein Schlafzimmer umwandeln. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob wir das dann aktiv machen, da wir ja auch nicht mit ihnen spielen. Aber das entscheiden wir dann einfach. Dann kochen sie jetzt zusammen, Daisy und Sydney. Oh, das ist so süß. Und machen ein festliches Frühstück. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob sie nur eine Portion oder mehrere Portionen zubereiten. Aber das werden wir sehen. Und jetzt kochen die beiden gemeinsam. Ist das süß? Ich liebe die Interaktion. Und irgendwie finde ich, die Küche sieht genauso aus, wie ich mir eine Küche für Daisy und Sydney vorgestellt habe. Sie passt einfach perfekt. Ich meine, bis jetzt kocht Sydney noch nicht so ganz mit. Vielleicht wird's ja noch. Sydney steht daneben und klatscht. Beteiligt man sich so am Kochen? Ich glaube nicht. Und jetzt haut er ab. Sydney, was ist mit dir? Jetzt hat er anscheinend Angst, dass Daisy die ganze Bude in Brand steckt. Und jetzt. Oh, jetzt macht er auch was. Er hat jetzt auch einen Teig und rührt jetzt auch. Und jetzt ist das Frühstück da. Ja, verstehe nicht ganz, wie das jetzt funktioniert hat, aber zumindest können die beiden jetzt essen. Irgendwie, also ich will nicht Bodyshaming betreiben. Daisy sieht absolut toll aus. Aber sie hat einen Bauch und ich verstehe es nicht ganz, weil mir kommt vor, der war, als sie ein Teenager war, noch nicht da. Jetzt weiß ich nicht, ob sie vielleicht schwanger ist. Ich schau mal nach. Daisy, bist du schwanger? Nein, okay. Aber ihr versteht doch sicher, was ich meine, oder? Sims nehmen normal, finde ich, an allen Stellen gleich viel zu. Und sie hat da jetzt so einen Bauch. Das ist mir auch schon beim Umstyling aufgefallen. Vielleicht ist das ein Zeichen. Vielleicht sollte sie schwanger werden. Aber den beiden geht es sehr, sehr gut. Ich finde, dann könnten sie mal den Nachbarn einen Besuch abstatten. Ich weiß nicht, wer hier so in der Gegend wohnt. Also sie leben eben hier. Und hier leben die Pancakes. Eliza, Bob, ihr nacktes Kind. Das ist der Stefan. Und jede Menge Katzen. Wieso haben in diesem Spielstand alle Familien 1000 Katzen oder Hunde? Wer wohnt denn hier? Die Familie Weißhaupt. Da haben wir den Alex, die Hannah, die Kim und, wie sollte es anders sein, 4 Hunde. Hier leben die Grusels, die haben keine Tiere, dafür leben da jede Menge Menschen. Familie Nashville, auch das ist ein prall gefüllter Haushalt. Und die Familie Wolfskind, die ja alle im Krankenhaus arbeiten. Aber ich finde, gerade in ländlichen Gegenden sollte man sich mit seinen engsten Nachbarn schon verstehen. Deshalb werden die beiden jetzt einfach mal die Familie Pancakes besuchen. Bin schon gespannt, vielleicht verstehen sie sich ja auch gut mit ihnen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, alle hassen immer Eliza. Schauen wir mal, ob das berechtigt ist. Und hier sind wir. Das nackte Kind, Eliza, Bob und alle Katzen stehen vor der Tür. Sydney, wie wär's? Stell dich doch mal bei Bob vor. Stell dich einmal fröhlich bei ihm vor. Und Daisy wird sich nicht kokett, sondern respektvoll bei Eliza vorstellen. In Wirklichkeit hält sie natürlich absolut gar nichts von ihr. Ich meine, Daisy ist eine Stilbeeinflusserin und Eliza sieht so aus. Die haben tatsächlich auch gerade eine negative Stimmung miteinander erhalten. Anders als gedacht findet Daisy Eliza interessant, aber Eliza findet, dass Daisy hohl ist. Einige Sims sind tiefgreifend mit bedeutungsvollen Anliegen und Lebenszwecken. Auf den ersten Blick ist dieser Sim keiner von ihnen, ganz im Gegenteil. Gut, also ich übersetze das mal so, dass Eliza findet, Daisy ist viel zu aufgetakelt und viel zu snobby und sie hat nicht so sonderlich viel Interesse daran, mit ihr Kontakte zu knüpfen. Wir werden jetzt einfach mal Geselligkeit-Tipps geben und sagen, Eliza, wenn du dich gern mit deinen Nachbarn verstehst, solltest du schon ein bisschen netter sein. Dann werden wir sie interviewen, das brauchen wir ja für unseren Job. Und dann können wir ja mal über ihr Outfit reden und vielleicht sagen, ich weiß nicht, bei deiner Kleidungsauswahl, vielleicht das nächste Mal, wenn es schneit, nicht unbedingt Flipflops wählen. Ich weiß, sie sind bequem, aber ist jetzt nicht die beste Idee. Und jetzt ist Eliza sehr wütend und geht. Anscheinend haben wir sie beleidigt, nicht so schlimm. Dann stellen wir uns einmal respektvoll bei Bob vor. Vielleicht verstehen die sich ja besser. Oh, Bob erfriert bald.
Zieh dir vielleicht was anderes an. Ich möchte nicht, dass du stirbst, während wir da sind. Ich glaube nicht, dass das schön ist für alle Beteiligten. Zieh dir mal dein Winteroutfit an. Ja, sieht doch schon besser aus. Und dann werden wir auch mit ihm über sein Outfit reden. Vielleicht sagt sich, hey, du hast voll die gute Schuhwahl getroffen im Gegensatz zu deiner Frau. Und dann werden wir ihn interviewen, weil wir auch das für den Job brauchen. Hier ist es andersrum. Bob findet Daisy höflich. Sie findet, er ist unreif. Ja, okay. Und Sydney, was hältst du eigentlich so von deinem Nachbarn? Wie findest du unseren Bob? Okay, die mögen sich gar nicht. Unreif und im Traumland. Alles klar. Naja, viel länger müsst ihr ja eh nicht bei ihnen sein. Ich möchte ja nur, dass ihr euch kennenlernt. Und er wünscht sich mit seinem Schwarm zu plaudern. Oh, ist das süß. Den Nachbarn hätten wir dann auch einen Besuch abgestattet. Jetzt kennen wir auch die Familie Pancakes. Ja, war jetzt nicht so sonderlich spannend. Vielleicht schauen wir hier auch mal im Park vorbei. Vielleicht treffen wir ja da irgendwelche spannenden Leute. Ich hätte nämlich schon gern, dass die beiden Freunde finden, wenn sie hier jetzt so abgeschottet am Land leben. Ja, würde ich ganz schön finden, wenn sie jemanden hätten. Ich glaube nämlich auch nicht, dass Daisy immer die Zeit hat, nach Hanford und Bagley zu reisen. Und sie ist ja das Leben in einer Großfamilie gewöhnt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit Sydney hier allein ganz schön einsam werden könnte. Wen haben wir denn hier? Wer bist du? Julia Wright. Dann stellen wir uns einmal fröhlich bei ihr vor. Die können wir dann auch gleich interviewen. Und dann haben wir nämlich die Arbeitsaufgabe für zu Hause schon abgeschlossen. Sydney setzt sich nicht hin. Okay. Die beiden scheinen sich schon besser zu verstehen. Julia, magst du uns? Daisy findet, sie ist spaßig. Julia findet, wir sind stark gesinnt. Das klingt doch gut. Vielleicht wird das ja ihre neue beste Freundin hier. Sie können ja mal tratschen. Und Daisy wird wahrscheinlich gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ich war gerade bei den Pancakes. Die sind schon ein komischer Haufen. Ich weiß nicht, ob ich neben denen wohnen möchte. Und dann kann sie sie gleich interviewen und sagen, hey, du hast voll den spannenden Modestil und wir haben die gleichen Schuhe an, glaube ich zumindest. Nur in einer anderen Farbe. Das ist doch toll, Julia. Und Sydney steht daneben und weiß gar nicht, was er machen soll. Ja. Ist jetzt aber auch niemand hier, mit dem sie reden könnte. Warum haben wir gerade 143 Simoleons bekommen? Hat Julia uns Geld geschenkt? Oder wegen der Aufgabe von zu Hause? Ich verstehe es nicht. Aber gut, Julia, mehr möchten wir dann eigentlich gar nicht von dir. Ich möchte, dass die beiden hier noch ein bisschen romantisch miteinander Zeit verbringen können. Oh, könnte ich hier Eislaufen gehen? Ja! Die beiden gehen jetzt hier Schlittschuh fahren. Ist das süß? Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Oder zumindest sehr, sehr selten. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich bin voll gespannt, wie das ist. Oh, das ist echt niedlich. Aber auch ein bisschen gefährlich. Vor allem hier mit dem Rock. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee war, Daisy. Ich glaube, wenn du umfällst, kann dir jeder unter den Rock schauen. Violet schickt uns eine SMS. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Oh, danke schön, Violet. Ich liebe diese Familie einfach. Und ich finde es süß, wie ihre Geschwister sich um sie sorgen. Zuerst hat sich Ivy gemeldet und jetzt auch noch Violet. Das ist super süß. Und Nawai hat nichts an. Das ist natürlich belastend. Aber mit der haben wir ja irgendwie eh keinen Kontakt mehr, obwohl sie sich so gut verstehen. Die werden sich schon irgendwann mal wiedersehen. Ich glaube ganz fest daran. Jetzt haben die beiden genug vom Schlittschuhfahren und sitzen jetzt hier und flirten miteinander. Oh, ist das süß. Und irgendwie verstehe ich es nicht ganz, weil sie haben die ganze Zeit so komische Stimmungen. Jetzt hat auch Sydney Daisy gegenüber die Stimmung, dass er wütend ist, weil sie angeblich mit jemand anderem geflirtet hat. Das ist noch nie passiert. Und Daisy hat hier auch, was soll ich sagen, weil sich in jemanden in der Nähe verknallt hat. Daisy versucht angestrengt, nicht in Panik zu verfallen, aber ihr Schwarm ist direkt dort drüben. Daisy, ich weiß nicht, ob es dir schon irgendjemand gesagt hat, aber Sydney und du seid zusammen. Und zwar schon ziemlich lang. Ihr lebt gemeinsam in einem Haus. Sims sind schon komische Wesen. Aber Sydney wird ihr jetzt noch ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Oh, die beiden sind so süß. Dann werden sie sich küssen. Und dann können die beiden ja mal eine tiefgründige Unterhaltung führen und vielleicht ein bisschen über die Zukunft reden. Einfach so, wie sich die beiden ihr Leben vorstellen. Und Sydney möchte nochmal wissen, ob für sie das alles in Ordnung ist, ob sie sich hier wohlfühlt.
Und dann werden sie sich nochmal küssen. Was macht ihr denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ach, küssen. Oh, ihr seid so süß. Die beiden haben ihre Flirterei jetzt irgendwie da nach hinten verlegt, in die Ecke vom Park. Ich weiß auch nicht ganz warum. Aber Sydney wird jetzt nochmal eine schlüpfrige Frage stellen. Dann können sie nochmal knuddeln. Und vielleicht wussten die beiden ja schon, was ich geplant habe. Er wird ihr jetzt einen Antrag machen, denn die beiden wohnen ja gemeinsam. Und ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt. Oh, wie süß. Und natürlich sagt Daisy ja und die beiden sind jetzt verlobt. Oh. Schreibt mir übrigens gern in die Kommentare, wie wir das wegen der Hochzeit machen sollen. Also wir können natürlich nochmal gerne mit ihnen spielen und so eine richtig große Hochzeitsfeier stattfinden lassen. Das Problem ist ja, das Hochzeitspack ist noch immer unglaublich verbuggt. Also das wird dann wieder unglaublich chaotisch. Aber ja, können wir natürlich trotzdem gern machen, wenn ihr das gerne hättet. Oh, heute ist ihnen kalt. Was ist das? Was macht ihr? Okay, sehr, sehr süß. Und die beiden sind jetzt verlobt und dann werden wir jetzt wieder zu ihnen nach Hause reisen. Denn natürlich werden sie die Verlobung jetzt ganz romantisch feiern. Und ja, können wir ja schauen. Vielleicht entsteht dabei ja ein Baby. Vielleicht auch nicht. Ich möchte nichts erzwingen, aber man weiß ja nie. Und wir sind wieder da. Und sie sind gerade verlobt, überglücklich, haben ihre Emotionen nicht im Griff. Und jetzt werden sie versuchen, schwanger zu werden. Natürlich werden sie nicht offiziell versuchen, schwanger zu werden. Sie sind nur so von ihren Emotionen überhäuft, dass sie vergessen zu verhüten. Sie sind verheiratet, sie sind erwachsen. Oh, ich möchte im Moment kein Kind haben, also bin ich nicht wirklich daran interessiert, mich aktiv um eine Schwangerschaft zu bemühen. Okay, Daisy hat also gesagt, können wir gern machen, aber mit Verhütung. Ist auch okay. Ich habe eh so viele Mods in meinem Spiel. Da kann es natürlich trotzdem passieren, dass etwas passiert. Gut, dann wünsche ich den beiden jetzt viel Spaß. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Daisy hat das erste Techtelmechtel. Das ist eine Lüge. Sie hatten doch schon Techtelmechtel im Kuhstall, oder? Ja, das ist passiert. Das waren die beiden. Es wurde nicht verhütet. Was habe ich gesagt? Meine Mods machen ihre Arbeit. Ja, und bevor ich den Part jetzt beende... Daisy, bist du denn schwanger? Schwangerschaftstest machen. Wenn nicht, ist sie es nicht. Wenn sie es ist, dann ist sie es. Ich finde, Daisy und Sydney Baby wäre süß. Daisy findet es, glaube ich, nicht so süß. Aber ja, das ist dann nicht unser Problem, da wir sie nicht aktiv spielen. Und Daisy, bist du schwanger? Ich kann es nicht deuten. Ist sie schwanger oder nicht? Daisy ist schwanger für zwei Essen. Ich gebe es zu, ich habe nicht damit gerechnet. Ich weiß, ich habe es herausgefordert, aber ich habe nicht damit gerechnet. Ja, vielleicht müssen wir dann nochmal bei ihnen vorbeischauen und ihnen ein Kinderzimmer bauen. Auf jeden Fall werde ich den Part an dieser Stelle beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!